Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf 7D2D. Wir werden gleich das nächste Haus nehmen. Ich bin noch ein bisschen. Geht noch rein im Gepäck, ne? Also ein bisschen, ne? Also nicht viel, aber ein bisschen. Und wir geben heute mal die Reihe nach. Machen wir es rechts oder links? Was meint ihr? Ja, hier ist ein Auto, hier gehen wir rein. So. Wir werden mal hier mal schauen, ne? Obwohl ich noch nicht, was man bauen will, eigentlich hinten gucken. Hm. Das Sachen, die wir noch nicht brauchen, ne? Also noch nicht, also gehoben jetzt im Schluss. Oh, die Kollegen aufwecken hier. Na, habe ich euch geweckt? Na, lass die Tür heil. So eine Ziegel. Ja, das hätte nicht sein müssen, ne? Bisschen früher reagieren und gut wäre es gewesen. Aber gut. Jetzt bin ich der Schnellste. Aber Verbandszeug ist mir ganz gut. So. Bücher. Bauplan für zwei Dinge. Und das ist nicht schlecht. Zum einen Bauplan automatische Waffen und ein Bauplan für die Kettensäge. Mir war zwar der Erdbohrer lieber, aber gut. Ne? Aber gut, was soll's, ne? Nehmen wir alles mit. Können wir hier ein bisschen aneinander bauen? Mir geht es ja um Messing, ne? In erster Linie. Da bin ich schon tot, ne? Oh, ein starker. Aufpassen. Wahnsinn. Poncho oder was, ne? Kleine abgedrehter. Kaffee? Kaffee. Alles Bronze oder Messing, Messing, das hier ist ein Messing. Gut, Messing haben wir gekriegt. Hab ich gesehen. So ein Fernseher. Glas. Leder haben wir hier. Fünfer. Fünfer haben wir Fünfer? Wir haben Vierer. Okay. Fünfer ist besser. Länger haltbar. Wahrscheinlich auch schneller.
Wahrscheinlich. Alles ist gut. Aktuell noch nicht rausgefunden, wie man das herstellen könnte. Säure. Und Säure braucht man halt für ein paar kleine Dinge, ne? Einfache Sachen wie Batterien zum Beispiel oder Reifen. Ja, die wollten verreisen hier. Aber die haben geglaubt, sie können sich hier verstecken, ne? Fenster sind zugenagelt. Oh, Türen. Türen. Das können wir nicht stehen lassen. Tachchen. Na. Eh. Und wieder auf Hackebeil. Und wieder Bronze. Safe. Computer. Ja, den wollen wir knacken, ne? Da wollen wir ganz gucken. Ganz kurz. So einen kleinen. Schau, da brauchen wir eh nicht. Wir sind wieder voll, ne? Ja, leider. Falls es kalt ist, sollte diese Axt hat Feuer. So ein Ziegel 1200. Das ist. Tja. Shit. Rollstuhl. Zerlegen. Ja. Das ist ein Mod. Rohre. Zerlegen. Maschinengewehr. Benutzen. Ja. Dose nicht so wichtig, aber der Rest ist gut. Und mal schauen, ob wir was finden hier. Ne? Geht's so hoch? Oh je. Und ich bin überladen. Ich sehe Bücher. Aha. Ziegelmauerwerk. Zumindest zwei. Können wir zumindest. Was können wir umpacken? Eisenspeer? Zerlegen. Schwierig, schwierig. Stein kann man rausnehmen. Da oben Versteck. Schlagabwehrmod. Aha.
Ne. Nee. Warum versteckt man eine Dose? Ah. Muss man nicht wissen, ne? Gut, hier war alles, hier ist was hinter, hier ist was hier versteckt. Müll. Aber schauen wir nach. Klebern, gutes. Das ist eine Rüstung. Bandzeug, das ist auch gut. Mal sehen, was wir verwerten können, ne? Hm. Weil wir mal Platz haben mit dem Torwart, ne? Stoff kann man nicht gebrauchen. Keller oder was? Ja, oh ja. Ich weiß auch nicht genau. Golfklumpen. Leder, Glas, Nitrat kann weg. Golfklumpen. Händler, oh, wie Geld. Blei kann ich auch hier lassen. Silber. Den habe ich, den habe ich, den habe ich. Warum nicht? Fünfer Maschinengewehr. Warum tust du mir das an? Ich bin schon voll. Nee. Ich habe keine Munition für dich und das zu lassen können. Bin eine arme Sau. Rein, ne? Und dann die da rein da oben. Ja, 5. Ja, gute Frage, ne? Also, im Grunde bin ich voll. Also, Spiritus ist auch nicht so wichtig, ne? Aber das Ding ist wichtig.
Das ist äußerst ungünstig. Äußerst ungünstig. Gut. Dann haben wir die Munition da reingelegt, ne? Okay. Oh, das ist gut. Hat sich im Grunde gelohnt, ne? Vom Wissen her. Also, ich dachte schon, wir kriegen nichts mehr an Büchern und so. Aber die Leute haben schon was, ne? Von wo kamen die eigentlich her? Von rechts, ne? Obwohl, ich bin auch nicht voll. Bei der Treppe. Na gut. Wir gehen zum Moped. Die werden hier irgendwo gewesen sein, denke ich mal. Wir haben jetzt gut vorgesorgt, in Anführungszeichen. Kreisverkehr. Schon wieder verlaufen. Da kommen wir nicht raus. Oder hinten kam er irgendwo her. Hier? Wahrscheinlich, ne? Tja, ne? Gut, dann machen wir und frei arbeiten, ne? Und lange suchen, ne? Gehen wir hier raus. Kamin. Machen wir den Weg frei. Nur was bei noch. Schade. So, ist das eine Klimaanlage? Eher unwahrscheinlich, ne? Aber wie gesagt, ich bin noch voll. Das ist das Problem. Wenn ich mal fast frei hätte. Das ist typisch. Können wir nicht einen schönen Saft herstellen? Wer wirft dann sowas weg? Na gut, okay, Blei und Kleber. Ist nicht so schön, aber gut, wir sind voll. Jetzt erlegen können wir auch nichts, da bringt auch keine Punkte jetzt. So, können wir mal zurückfahren, ne? Wir können nichts jetzt verwenden. Also, wir haben Munition voll, mehr oder weniger, und waffentechnisch haben wir auch was Gutes gefunden. Ups. Halt Sachen, die wir jetzt demnächst mal wieder beim Händler verkaufen können. Unsere etwas schlechteren Waffen, Anführungszeichen. Und verdienen ein bisschen Geld. Und vielleicht hat er da ein oder andere ein bisschen Bücher für mich, die wir noch nicht kennen. Das ist der entscheidende Punkt. Bisschen Messing haben wir auch gekriegt oder bekommen. Damit können wir ein bisschen was anfangen. Denn nächstenher ja, Blutmond kommen sollte. Oh, 55. Ja. Entweder morgen oder heute Abend. Na, heute Abend wird schon angezeigt, glaube ich. Aber morgen könnte schon soweit sein. Ich weiß nicht genau. Jetzt haben wir jetzt Uhrzeit 4:30. Ich werde mal dabei gehen und Richtung die Mine graben, Richtung den neuen Punkt. Dazu werde ich mich in den alten Gang einfach nach links Richtung Mine vorarbeiten. Da ist ja im Prinzip auf der Karte der Punkt zu sehen ist, wo wir hier oben im Süden zu sehen ist, oder Ausrufezeichen, geht es auf der Höhe, wo ich bin, Richtung Mine. Ne? Und da es eine Senke ist, wo ich dann, da muss ich dann gleich etwas tiefer gehen, um nicht wie aus der Erde rauszukommen, um die Zombies möglichst wenig Angriffspunkte zu geben von oben, denn die graben sie nämlich rein und das ist dann eine böse Überraschung, wenn sie reinkommen, ne?
Und besonders nachts, also nachts sind sie zu schnell. Da liegt auch noch viel Eisen, noch viel Eisen. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch aus Eisen Munition erstellen kann, also die Matrosenhülsen. Wenn das gehen würde, wäre das perfekt. Ne? Da hätten wir die Sorge nicht mehr. Genauso wie mit Blei und so, ne? Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, dass es gibt. Ob es gehen würde. Oder ob ich erst ein Buch finden muss dafür. Weiß man's, ne? Obwohl bei der Schmiede habe ich es auch nicht gesehen, ne? Das ist das ganze Problem. Ich glaube, es geht gar nicht. Muss man Messing haben. Schlecht. Ja, von hier ungefähr, also hier so ungefähr, ist ja meine Miete im großen Ganzen ungefähr so ganz pauschal, hier in der Ecke ist es ja die eine und dann geht es etwas früher, der Gang geht hier lang, also mitten durch so ungefähr und dann werde ich von hier zu den beiden Punkten hingehen, ne? Also was oben zu sehen ist, die also im Hinsymbol kann man sagen, gehe ich dann voll Tiefe. Da gibt es sogar noch mehr Eisen. Da gibt es sogar. Na, sag schon. Nitrat, Eisen, 1, 2, 3. Da wäre es schon ergiebig, kann man schon viel rausholen. Also. Weiß auch irgendwie, oh, drei Dinger sogar, ne? So. Sprit alle. Ich muss nur mit noch einem Berg kommen, weil sonst rollt er mir wieder runter. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht auf Dings drücke. Gas, Quatsch, Benzin. So, ab zum Haus. Zu meiner kleinen Festung. So, liebe Schauer, das soll es denn für heute gewesen sein. Ich gehe jetzt in unser Haus rein und räume ein. Moped muss ich mal sehen. Das ist irgendwie nicht so dicht am Haus anstelle. Weil. Mal schauen, ob ich das mitkriegen kann. Glaube ich nicht. Doch, Kaffee mitkriegt. Ist gut. Dann sagen wir mal Tschüss und wir winken. Schönen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, immer, wenn ihr Anliegen habt, Fragen, Tipps, Ratschläge, immer fleißig rein kommentieren. Ich werde so schnell wie möglich darauf reagieren und darauf antworten. Im Normalfall abends oder in der Früh. Je nachdem, wie ich arbeite, ob früher oder später. Dann seid doch mal Tschüss und winke, ciao, ciao. Wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge, wenn ihr wollt. Tschüss. Da hier geht's.